Dann, ja, Le Mans ist es ja, da gibt es keine Fragen. Und dann machen wir 48 Stunden von Le Mans. Sind es nicht 24 Stunden? Ich glaube 24 Stunden, oder? Klar. Custom Game Engine. Das wird erforscht oder nicht? Ich glaube nicht. Dann wollen wir mal schauen. Der Monitor ist kaputt. Ja, den kriegst du halt neu, ne? So, wir stellen natürlich das Spiel vor. Und das andere Spiel ist raus. Mal gerade nur Lizenzspiele. Aber die bringen halt auch die meiste Kohle, ne? Wir haben schon über 1 Million Fans. Und wir haben einen neuen Raum. Neuer Raum verfügbar. Grafikstudio. Du musst den Raum ausstatten mit Möbeln, Computern und anderen Utensilien, die dein Grafiker brauchen. Geh in einen leeren Raum und klicke mit links die verfügbaren Optionen erscheinen. So, jetzt haben wir natürlich keinen Raum. Das heißt, wir brauchen unseren Immobilienmakler. Und siehe da, wir haben nur 11 Räume. Ist das nächstkleinste. Aha, Preis. Betriebskosten. Dann nehmen wir natürlich das hier. Kaufen wir uns das hier. Gratulation. Du hast gerade ein größeres Büro gemietet, das dir viel mehr Raum bietet. Jetzt kannst du erweitern. Dann sich daddelt ausgezeichnet. So, jetzt haben wir 16 Räume. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt sind wir doch in so. Oder? Ach, guck mal hier. Erster Stock, zweiter Stock. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Und richten uns ein Grafikstudio ein. Jetzt kannst du bis zu 2 Grafiker einstellen. Verfügbares Personal siehst du unter Mitarbeiter einstellen. Grafiker verbessern das Erscheinungsbild von Spielen enorm. Insbesondere Grafik und andere Designaspekte. Puh, okay. Ja, genau, hier mit dem. Also da haben wir doch immer Autos, oder? Autos, Autos. Wo sind denn unsere Autolis? Da haben wir mal eins mit Lenkrad. So. Das ist denn nicht ganz so wild ist. Jetzt gucken wir mal, Mitarbeiter einstellen. Wir wollen nicht Designer, sondern Grafiker. Wir haben keinen einzigen Grafiker gerade. Okay, dann halt nicht. So, dann gehen wir halt hier mal hin wieder. Und warten, bis wir Grafiker bekommen. Mitarbeiter einstellen. Keinen Grafiker. Was haben wir heute? Den 6.1. Haben wir ein Spiel des Jahres? Können wir ein Spiel des Jahres haben? Olympia 92, vielleicht. Ich schätze mal nicht, weil es so unkreativ ist. Doch, wir sind Spiel des Jahres. Das erste Spiel des Jahres. Tada! Und wir haben einen goldenen kleinen Globus hier hinten stehen. Sehr schön. Schauen wir mal, ob unser Racing-Spiel auch ankommt. Wertung. Jawohl, das kommt richtig gut an. Sehe ich schon, das kommt richtig gut an. Ah, wieder ein 90er Spiel. Schön. So lässt sich's leben. Wir bewerben es einfach nochmal. So, und wir brauchen jetzt trotz allem Designer, nee, Grafiker, so rum. Kriegen wir jetzt ein Grafiker haben wir hier, ein Grafiker haben wir hier. Wir können zwei einstellen, also stellen wir auch die zwei ein. Die wollen wir uns natürlich auch anschauen. Folgende Messe fand statt. Okay. Und wieder Spiel des Monats. Sehr schön. Was kann man mit denen machen? Kann ich die? Nee, die kann ich nur in Urlaub schicken, entlassen, Info, okay. Also nichts trainieren aktuell. Okay. Da werden wir mal sehen, ob die unsere Spiele auch verbessern. So, was haben wir hier? Spieleprogrammierer machen wir gerade. Trainieren wir. Und ich habe ein kleines schwarzes Buch. Morgan Watson kann das machen. 50 Tage. Ja, komm. Das machen wir.
Aber sogar zwei AI-Spezialisten, oder? Der Skilltree verleiht deinen Spielern die Macht, ihre Charakteren mit Fähigkeitsbäumen hochzuleveln. Oh, jetzt haben wir nochmal trainiert. Nee, das ist aber auch okay. Aber jetzt kommen nur noch so 40-Tage-Dinger hier. Okay, das sollten jetzt die letzten sein, bevor wir hier zu viel rumtrainieren. Wir müssen ja auch noch Spiele machen. Nee, wir trainieren jetzt nicht. Was kann ich denn noch trainieren? Ja, komm, das gewollt. Auf jeden Fall trainieren. Wer weiß, vielleicht tut es ja was Neues, Tolles. Freischalten für mich. Kann man da irgendwas Kurzes trainieren? Nee, 40 Tage. Nee, okay, alles klar. Das brauchen wir alles nicht. Wir können Game Engine entwickeln. Das ist jetzt interessant. Okay. Jetzt wäre die Frage. Das ist ja für, okay, Spezialisierung. Kann ich denn hier auswählen? Game Engine. Also eigentlich möchte ich hier alles außer das drin haben. Oder? Genau. Weil das wäre ja nur für Shooter, RPG und Adventure. Naja, schauen wir mal, was da rauskommt. Und dann machen wir noch ein gesamtes, ein zweites für Adventure-Spiele. Wenn die Trainings, jetzt sind die Trainings vorbei. Wahrscheinlich abwarten sollen, bis die Trainings vorbei sind. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein neues Spiel machen. Und dann entwickeln wir eben eine Engine mit allen und 3D. Für Shooter, Adventure und RPGs. Einen starken Trend für Casual Games. Okay, das könnten wir jetzt eigentlich mal machen. So, dann schauen wir mal. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Wir starten ein neues Projekt. Wir schauen mal, ob wir noch hier ein Casual Game haben. Das sind ja RPG, Adventure, Strategie, Action-Plattformer. Wenn noch nie gemacht, ne? Dann lassen wir mal die Lizenzen außen vor. Es wurde verkauft. Das haben wir gekauft, oder? Tour de Spanien. Tour de France soll es sein. Tour de France. Das müsste ja dann. Nicht Education. Racing auch, oder? Ja. Raising. Ja, klar zahlen wir das. Soll das? Ah ja, okay. Entwicklungszeit minus 5%, Qualität plus 2. So, wir brauchen aber das hier. Das wissen wir ja. Bei einer Simulation reicht es aus. Dann haben wir jetzt hier die ganzen Verteilungen. Da das alles sehr wild aussieht, macht es sowieso der Larry. Und dann übernehmen wir das und legen los. Und dann können wir nachher wieder trainieren, wenn wir dann eine Tour de France hier rausgedampft haben. Wir machen natürlich alle. Story gibt es da nicht. Ja, mit Olympia halt. Ja, guck mal hier, also. Bestes Spiel.
British Open haben wir schon. Oder ist verkauft oder hat schon einer ein Spiel gemacht oder wir haben es gekauft. Ich weiß es gar nicht. Geht alles jetzt so schnell. Die Band eines Freundes Retro Funk Steam Machine will unser Spiel als Kulisse für ihre Live-Show verwenden. Wir sollten ihnen das erlauben. Ja, natürlich. Hau doch rein. Mehr Werbung, bessere Werbung gibt's ja nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die da eigentlich arbeiten. Die arbeiten da jetzt mit, oder? Genau. Okay, dann haben wir Grafiker, Designer, alles am Start. Spiel des Monats. So, Land of Elite ist halt. Ich würde jetzt schon mal gern Studios aufkaufen, irgendwie. Hätte ich jetzt Lust zu. Aber wir sehen, wir haben jetzt schon ein Produzentenstudio, ein Produzentenbüro und ein Grafikstudio. Oh, wir haben eine neue Forschung und Heldentrend ist vorbei. Okay. Das heißt, wir trainieren gleich. F4, okay. Blablabla. Gameplay natürlich. So, alle Werbekampagnen und ja, 32 reicht auch völlig aus. Wir warten dann die Werbung ab. Und siehe da, tada, wieder mal großartig. Mal gucken, 90, na. 90. Aber wieder mal ein Burner. So, dann forschen wir. Video. Natürliches Spiel des Monats, ganz klar. So, dafür brauchen wir schon gut gemacht. Der Patch hat alle Bugs behoben. Das war nur für einen Patch, ne? Und dann geht die Sache schon wie Luzi. Die Messe hat 6500 Fans für das Spiel begeistern können. Oder für mich. Ah, und erforschen natürlich weiter. Das mache auch ich. Die anderen noch schön trainieren. Oh, Minigames. Ja, schauen wir mal. Kann natürlich nicht alles hinterschreiben, ne? Da muss ich es mir merken, irgendwie. Für was die erste und für was die zweite ist. 20 Tage. Achso, die können wahrscheinlich gar nicht so viel Spezialisierung machen. Ja, jetzt habe ich natürlich einen. Habe ich beide in die UI gesteckt. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat. Wahrscheinlich eher nicht. Schon ein Spiel des Jahres. Jetzt geht's nur noch hoch. Nur noch hoch. Vielleicht können wir einige Cheats in Spiele integrieren. Die Spieler würden es lieben. So, so würden sie das. Easter Eggs und Spiele. Training beendet. Gut. Dann starten wir ein neues Projekt. Und zwar, wir haben keinen Trend. Verdammt, schade. Wir haben auch keine Lizenzen. Okay, dann machen wir ein ganz neues Spiel. Oder müssen wir zuerst eine Game Engine kreieren, oder? 3D. Das nicht. Game Engine 3. Weil wir haben ja jetzt neue.
Machen wir das erstmal. Messe fand auch schon wieder statt. Aber wie gesagt, ich kann da keine zwei Teams aufbauen. Das ist ein bisschen schade. Und ja, ich hätte aufpassen sollen, wen ich hier alles zu was mache, wie es scheint. Machen wir gleich noch eine zweite Game. Achso, das kann ich jetzt gar nicht machen, weil ich selber... Oh. Audiokomponierung für Videospiele. Oh, jetzt kommen natürlich hier die ganzen Forschungen um die Ecke. Das war jetzt Training, okay. Game Engine. Das. Und das. Will ich hier haben. So, den können wir trainieren in der Zeit. Die Engine machen. 2D-Spiele. Gewinnen wir jetzt nur noch durch Lizenzspiele? Befürchte es ja. Das kann natürlich gut sein, ne? Naja, schauen wir mal. Geil wäre natürlich, wenn wir ein Studio hätten, die für uns die Lizenzspiele rausdampfen. Machen wir erstmal. Was ist das nicht FIFA? Das sieht total schrecklich aus. Das ist jetzt einfach FIFA. FIFA-Weltmeisterschaft. Simulation Sport. IBM PC. Wir nehmen die Game Engine. Genau, da ist das dabei. Ja, da sieht man es ja dann zum Glück. Das brauchen wir ja nicht. Also nehmen wir nur das hier. Und da können wir jetzt Cheats noch zusätzlich einbauen. Okay, das kostet uns dann ein bisschen mehr Zeit. In FIFA? Nein, in FIFA finde ich nicht, dass man da Cheats brauchen. Um Gottes Willen, das wäre ja die Hölle. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ich habe gar keinen Bock, Lizenzspiele zu machen. Das bringt halt so viel Geld. Ich glaube, in dem Dilemma sind auch andere Studios. Ich glaube, danach machen wir erstmal ein ganz neues wieder. Da habe ich es umbenannt, aber es hat sich hier nicht umbenannt. Ja, das passt mit dem Schwertkämpfer da. Naja, machen wir das noch fertig. Gucken wir uns das an. Die Wertung. Und dann war's das für heute, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was da noch alles auf uns zukommt und was wir da noch alles machen können. Preise sinken wieder ein bisschen. Natürlich werden wir ein bisschen trainieren. Und wir haben eine Wertung. Die sieht wie immer hervorragend aus. Wenn der Sound jetzt noch ein bisschen besser wäre, dann würden wir sogar vielleicht mal ein bisschen höher kommen. Was man auch nicht braucht unbedingt. Aber wir können ja hier mal uns die Mitarbeiterliste anschauen. Jetzt sehen wir nämlich hier, okay, der ist Game Engine, Gameplay, Sound, Game Writing. Okay. Ja gut, das passt ja irgendwie. Okay.
Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Warum nicht eine Demo für das aktuelle Release? Können wir die machen? Oder? Finde ich eine gute Idee, aber wo mache ich die Demo? Vielleicht erst, wenn mein Training hier fertig ist. Ja, aber Demo ist da schon zu spät, ist schon draußen. Aber vielleicht kann man die nächstes Mal einbauen. Wir werden es dann sehen. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.